Wie lange sollte eine Massage dauern im Endeffekt, damit sie wirklich effektiv wirken kann? Ist es wie bei Pitstop rein, rauf, runter, raus? Oder wie viel Zeit macht Sinn? Also ab wann entspannt sich Otto Normalverbraucher und die Muskulatur, die Faszien, alles drum und dran? Also gibt es erstmal eine grobe Faustformel, dass du sagen kannst, also unter 20 Minuten brauche ich gar nicht erst anfangen und alles über 4 Stunden ist zu viel. Natürlich, wie eben schon bereits erwähnt, kommt halt viel auf die Person an, der Empfänger. Das heißt, wenn er von Anfang an nicht entspannen kann, da kann ich so viel Zeit einplanen, wie ich möchte. Er wird auch nicht entspannen. Sagen wir jetzt aber mal, eine Person ist willig. Eine Person, also sag ich mal, eine normale Person, bist du ganz willig ist wirklich sehr, sehr selten. Ich meine, ich kann auch ein gutes Beispiel dafür geben. Also für mich eine perfekte Massage ist für mich so, wenn die Massage beendet ist und die Person bekommt einfach kein Wort raus. Also wenn ihr wirklich die Worte fehlen, um das Ganze zu beschreiben, wie sie sich jetzt fühlt oder wie es war, das ist für mich dann wirklich eine perfekte Massage. Sprich, hat alles gepasst, die Technik hat gepasst, die Zimmertemperatur hat gepasst, der Gemütszustand des Gastes hat sich mir völlig geöffnet, hat sich völlig fallen lassen. Ja, ich bin jetzt am Anfang des Jahres im Hotel, das sind ja 8 Monate, habe am Tag zwischen, sagen wir mal, grob 10 Gäste, die ich massiere, rechne mal das Ganze mal hoch. Das sind 150 Gäste im Monat, mal 8, also bin ich schon, ne, Über die über die 1000 1000. Euro. Und ich hatte bisher diesen Fall nur zweimal. Das wirklich, also das letzte Mal war wirklich vor 2 Wochen gehabt. Da hatte ich jemanden gehabt mit einer Ganzkörpermassage. Der hat sich rumgedreht, der hat nur gestockt. Der hat einfach eine Sekunde gebraucht, um wieder zu merken, wo er überhaupt war. Ne? Und das ist dann für mich die perfekte Massage. Ich sag mal, wenn ich. Wir haben natürlich im Hotel auch gewisse Vorgaben. Ne? Wir haben 25 Minuten, wir haben 50 Minuten Rücken-, Nacken-, Schultermassage. Und das Ding ist, es kommt auch auf die Verspannung an. Ne? Wenn eine Person sehr verspannt ist, da bringt einmal sowieso nichts. Ne? Und die 25 Minuten an sich sind zu kurz. Weil das ist dann gerade die Zeit, die ich brauche, um die Muskulatur eben in den Zustand zu bekommen von der Erwärmung her, in der ich sie auch bearbeiten kann. Das heißt, wenn eine Person stark verspannt ist, brauche ich schon mindestens gute 50 Minuten. Ja. Wenn die Verspannungen im Normalbereich liegen, reichen auch 25. Das ist eine reine Wohlfühlmassage. Ja, für stark verspannte Personen muss man schon eine gute Stunde einplanen. Die Muskulatur erstmal erwärmen, das dauert eben seine Zeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich, indem ich hier reibe wie so ein Begaster. Ist natürlich auch schlecht, weil man denkt, ja, man macht es mal schnell, man macht mal ein Feuerchen und verbrennt die ganze Haut dabei. Nein, das muss langsam, kontinuierlich gemacht werden, mit leichten Griffen. Und dann einfach die Muskulatur Stück für Stück, sag ich erstmal, gesund immer weiter erwärmen. Weil sonst ist das dann wie in der Sauna, ich erreiche eine oberflächliche Hitze. Aber was unten drunter ist noch komplett kalt. Das ist dann quasi das. Also eigentlich das beste Beispiel dafür, wenn ich jetzt hier, wenn ich denke, ich mache mal schnell, schnell, erreiche ich gar nichts. Ne? Ja, dann kommt es wieder auf die Art der Massage an. Natürlich, klassische Ganzkörper dauert meistens eh 1 Stunde, bis ich da alles gemacht habe. Ne? Und dann schwankt es eben von Massage zu Massage. Aber auch bei einer normalen Rücken-Nacken-Schultermassage, starke Verspannungen, 60 Minuten.